mit Horst Kloiser. Ab 11 Uhr. Wissen für morgen. Das DLR. Hightech-Keramik mit Durchhaltevermögen. Und Rosetta. Auf Tuchfühlung mit einem Kometen. Präsentiert von WDR 2. Der Sender. WDR 2, live beim Tag der Luft- und Raumfahrt des DLR. Wissenschaftler im Gespräch. Der Live-Talk auf der WDR 2-Bühne mit Horst Kloiser. Ab 16.50 Uhr. Kenner der ISS. Mit Astronaut Hans Schlegel. Fliegen 2050. Forschen für die Luftfahrt, wenn Ideen Wirklichkeit werden. Und eine Marskapsel im Gegenwind. Präsentiert von WDR 2, der Sender. Das sind wir. Herzlich willkommen hier vor der Bühne von WDR 2 am Tag der Luft- und Raumfahrt beim DLR. Irgendwie beim DLR fällt mir schwer, aber da kommt das Wort Zentrum irgendwo drin vor. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie haben viel Interessantes gesehen. Und für Ihre Geduld, so lange hier zu sein, werden Sie jetzt mit dieser Sonne belohnt. Die hätten wir heute Morgen mal so gerne gehabt. Sie haben es eben schon gehört, dass wir mit einem Astronauten sprechen wollen, der schon wahnsinnig viel erlebt hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf Herrn Schlegel. Herzlich willkommen. Hallo Herr Schlegel, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Was haben Sie heute den ganzen Tag über gemacht? Och, eigentlich habe ich nur gesessen und Kaffee getrunken. Ist das das Übliche, was so ein Astronaut macht? Nee, stimmt natürlich nicht. Naja, also die meiste Zeit haben wir schon gewartet, aber das ist ja immer so. Wir haben angefangen mit einer Veranstaltung, wo alle europäischen Astronauten, ich glaube, wir waren weit über 15 an der Zahl, auf der Bühne waren. Und sie begrüßt haben hier im Zentrum des DLR. Und dann in den verschiedenen Zelten, wo das Education, also die Erziehung oder die Bildung der ESA, dann die Technologie der ESA demonstriert wurde, überall als Astronaut. Und dann möchte man immer die Sache präsentieren, aber eigentlich was interessiert, ist nur den Astronauten zum Anfassen und wie war es denn und wie fühlt es sich an. Das tut man den ganzen Tag und das ist keine Arbeit. Sie sind ja auch sozusagen als Vertreter von uns allen geflogen, denn wir haben ja eben auch von Herrn Gerster gehört, wenn man ausgewählt wird unter Tausenden, die irgendwann mal als Knabe Astronaut werden will, schafft es am Ende nur einer, es schaffen zwei. Sagen Sie mal kurz Ihre Missionen nochmal. Das war einmal STS-55, die D2-Mission 1993. Dann war es die 1E-Mission oder STS, Space Transportation System 122, etwas mehr als drei Jahren. Und da möchte ich Ihren Ansatz nochmal auffassen und hier noch einfach mal erzählen, dass das für mich ein doppeltes Weihnachtsgeschenk war, aussteigen zu dürfen und draußen auf der ISS arbeiten zu können. Und wie der Zufall, wirklich Zufall es wollte, ich war gerade eine halbe Stunde draußen und so die erste Aufregung war abgeklungen und ich konnte ein bisschen rechts und links gucken und da sagt mir von innen unser Pilot, du Hans, du musst gleich mal in 5 Minuten, musst du dir Zeit nehmen, wir fliegen genau über Aachen und Köln. Aachen und Cologne. Und das war für mich, also ich bin fast ohnmächtig geworden. Und in der Tat, ich konnte dann wirklich mal 10 Sekunden runterschauen. Und ja, die Kölner Bucht ist aus dem All, fühlt sich mit Leben. Man sieht wirklich, dass das eine Bucht ist, Köln. Der Rhein macht es so kenntlich, die ganz spezifische Form von Köln. Aachen, obwohl auch da mein Herz schlägt, war so ein bisschen in den Wäldern der Eifel so ein bisschen verborgen, das kann man nicht so genau sehen. Ja, und das ist, wir fliegen mit 7 Kilometer etwas mehr, oder 7 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, Sie können sich vorstellen, es waren 10 Sekunden, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, das waren vielleicht 20 Sekunden, wo man das sieht und aufnimmt und registriert und wiedererkennt. Und das ist die Bilderkennung, aber auch vor allen Dingen das Herz, was dann höher schlägt, weil da unten, das ist deine Heimat, da hast du die meiste Zeit deines Lebens verbracht. Das ist das zweite Weihnachtsgeschenk für mich gewesen. Und man wird dann auch, glaube ich, durchaus ein bisschen demütig angesichts einer solchen Situation, die wir ja alle nie erleben werden. Und Sie hatten diese Gelegenheit über unsere Erde. Das ist ja unser Heimatplanet. Wir vergessen das manchmal, wenn wir hier in unserem täglichen Wirrwarr hin und her huschen. Das ist ja das Einzige, wo wir leben können. Herr Kloiser, das ist unser Mutterraumschiff. 7 Milliarden Astronauten in dem Mutterraumschiff Erde. Und das ist Wehmut.
nur die Verbindung natürlich direkt zu Köln, zu Aachen, zum Rheinland, das ist natürlich, dann geht einem noch ein bisschen näher. Aber es ist Demut, es ist Dankbarkeit, es ist aber auch eine ganze Menge, nicht harte Arbeit, würde ich nicht sagen, aber ausdauernde, ständig forschende, was ist jetzt richtig, in welchen Weg bewege ich mich, in welcher Richtung bilde ich mich weiter aus. Es ist ein ganz spannendes Leben und Sie haben eben mich eingeleitet mit einem Mann, der schon viel erlebt hat. Ich hoffe, ich erlebe noch viel, viel mehr. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wenn Sie uns noch mal kurz teilhaben lassen an dem Flug, Sie sagten ja, sprachen ja von der Geschwindigkeit, 35.000 Kilometer in der Stunde. In anderthalb Stunden haben Sie einmal unseren Globus umrundet. Bekommt man außer der Tatsache, dass die Erde ja unter einem schnell dahin huscht, wie Sie beschrieben haben, irgendetwas anderes von dieser unglaublichen Geschwindigkeit mit? Ja, auf der einen Seite, weil sie sind zwar schnell, sie sind ungefähr 30 Mal so schnell wie ein schneller Jet, aber sind auch einen Faktor 30 weiter entfernt. Das heißt, diese atemberaubende Geschwindigkeit, die kriegen Sie nicht mit. Es ist unheimlich langsam. Es sind keine Windgeräusche da, folglich haben Sie von Ihrem ganzen Körpergefühl nicht den Eindruck, dass es schnell ist. Ohren flattern nicht. Genau, die Ohren flattern nicht, sie sausen nicht, es ist geräuschlos. Es ist unheimlich langsam. Dann, wie Sie es gesagt haben, also nicht ganz, etwas unter 30.000 Kilometer pro Stunde, also eineinhalb Mal Stunde um die Erde. 30.000, genauso. Ja. Sie sind dann wieder über Südafrika oder über Europa und Sie registrieren nur eineinhalb Stunden. Ich muss furchtbar schnell sein. Diese widerstreitenden Gefühle, die gibt es auch in anderer Perspektive. Sie schauen runter und sehen die Wüsten, Sie sehen die Meere, Sie sehen starke Kontraste und dann fliegen Sie über etwas, also in Mitteleuropa, bei meinem zweiten Flug, Mitteleuropa, und Sie erkennen gar nichts mehr, weil das alles so nur Farbspiele zwischen hellbraun bis dunkelbraun-grün sind. Es sind wenig Kontraste da, also es ist sehr verschwommen. Und dann irgendwann in der Mission, dann merken Sie, dann schauen Sie nicht mehr, ist da Köln oder ist da Deutschland, oder Sie schauen die großen Regionen an, Sie schauen Erdteile an, Sie schauen an, oh, das ist jetzt Ostafrika, da unten ist Krieg, das sehen Sie von oben nicht, dort unten herrscht Piraterie. Das kriegen Sie von oben nicht mit, wenn Sie nicht ganz indirekt und gezielt schauen. Das heißt, Sie kriegen das Gefühl, all das ist nicht wichtig. Wichtig ist in der Ferne diese Dünnheit der Erdatmosphäre, das, was wir zum Leben brauchen, was wir atmen, was wir aber auch verbrennen, wenn wir Auto fahren. Oder was wir mit unseren Spraydosen früher am Ozonloch zerstört haben. Das heißt, bekommt man unwillkürlich, ohne jetzt trainiert zu sein, ohne Wissenschaftler zu sein, bekommt man ein anderes Gefühl für unser Mutterraumschiff, wie Sie es genannt haben? Ja, definitiv. Man kommt als anderer Mensch zurück? Ja, als anderer Mensch würde ich nicht sagen. Aber die vielen Dinge, die man sich angelesen hat, die werden auf einmal mit Gefühl, mit dem Bauch gefüllt. Und damit ist man mehr prädestiniert, mit anderen Menschen darüber zu diskutieren. Andere Menschen nehmen auf einmal die eigenen Eindrücke und vielleicht auch Meinungen wichtiger. Und dadurch ist man sorgfältiger, darüber zu reflektieren. Also ich denke, in der Reflexion mit anderen Menschen, deswegen mache ich das auch sehr gerne, in der Öffentlichkeit berichten und vor allen Dingen mit Schulkindern darüber erzählen. In der Reflexion darüber, dabei entwickelt man sich fort. Sie hatten jetzt zweimal die Chance. Heute haben wir gerade gelernt, dass Alexander Gerst als nächster fliegen darf, was für ihn ja eine tolle Möglichkeit ist. Und er konnte, ich glaube, der wird heute Abend wird er einen Krampf hier in der Wange haben, weil er so viel gelächelt und gegrinst hat über diese Entscheidung und alle Menschen freuen sich mit ihm. Andererseits erleben wir, dass die Mittel für die benannte Raumfahrt geringer werden. Wir haben auch eigentlich nur noch ein Transportmittel mit den derzeitigen russischen Soyuz-Raketen. Bedauern Sie das, dass die bemannte Raumfahrt, die ja mal wirklich das Faszinosum der Technik war, so ein ganz klein bisschen an Faszinierung verloren hat? Naja, ich bin jetzt schon über 20 Jahre dabei und das ist eine Wellenbewegung. Und die gleiche Frage hat man vor 20 Jahren gestellt. Herr Kleuser, ja, wir sind eine vielschichtige Gesellschaft. Wir öffentlich diskutieren, wo wir unsere Mittel einsetzen. Und ja, wir können unsere Schwerpunkte setzen. Wir geben nicht weniger Geld aus für Raumfahrt, für bemannte Raumfahrt als früher. Wir sind in der Hochzeit
der bemannten Raumfahrt. Wir haben die internationale Raumstation. So was Großes hatten wir nie im All. Ja, und so etwas Fähiges, so was Leistungsfähiges, aber auch so was Teures, hat man noch nicht im All. Und es gilt jetzt, Nutzen daraus zu ziehen. Der ist natürlich auch nicht umsonst, auch die Nutzung kostet Geld. Und wir werden das weitermachen. Wir werden hoffentlich bald ein zweites und drittes bemanntes Raumfahrtsystem haben. Die Amerikaner entwickeln das kommerziell. Vielleicht raffen wir uns Europäer doch auf, zu sagen, ja, das ist der Zug, auf den wir mitfahren wollen. Die Möglichkeiten finanzieller Art und technologischer Art haben wir sowieso. Ich weiß nicht, wo das in 3 Jahren da ist. Und dass wir in Europa, in der Welt momentan wirtschaftliche Probleme haben, dass wir unser System überdenken müssen, es wahrscheinlich sogar ändern müssen. Das ist so, das ist aber auch gesund, dieser stetige Wechsel, das Abgleichen an der Realität, das passiert immer. Ich sehe es nicht so, wie Sie es ausgedrückt haben, aber ja, ich sehe, dass wir jedes Jahr, alle paar Jahre immer stärker natürlich überprüfen müssen, macht das alles noch Sinn. Ich würde gerne nochmal da anhaken, in eine Zukunftsvision hinein. Nun waren Sie zweimal da, Sie sind Astronaut, Sie sind Wissenschaftler. Laufend sind Experimente, die zum Teil auch ja von Robotern oder von Satelliten ausgeführt werden. Könnten Sie sich vorstellen, Science-Fiction-Filme haben das ja längst vorweggenommen, dass der Mensch irgendwann jenseits der Erde leben will oder, Gott bewahre, leben muss, dass wir also tatsächlich präsent sind als normale Menschen, nicht als Wissenschaftler, nicht als Astronauten? Das hängt nur davon ab, in welchen Zeiträumen wir denken. Wenn wir in den Zeiträumen einer Galaxie denken, dann ist es keine Frage, dass irgendwann unser Leben auf der Erde zu Ende sein wird. Das ist in mehreren Milliarden Jahren der Fall. Bis dahin müssen wir die Fähigkeit haben, woanders zu leben. Aber das ist... Jetzt nicht in den nächsten 15 Jahren wahrscheinlich. Nein, nicht in den nächsten 15 Jahren, auch nicht in den nächsten 100 Jahren. Aber den Mars, werden wir den noch als Mensch zu unserer Lebenszeit vielleicht sehen? Meine persönliche Vision ist, dass wir Menschen zum Mars fliegen werden, dass wir versuchen werden, den Mars lebensfähig zu machen, also für Menschen lebensfähig zu machen, aus dem einfachen Grunde, weil wir expandieren, das ist unsere Natur. Zumindest haben wir noch kein System gehabt, was gesehen und am Funktionieren über hunderte von Jahren haben, die das nachweisen, dass ohne Expansion etwas funktioniert. Ich glaube, das sieht mir fast so aus wie ein Naturgesetz, dass wir Expansion brauchen. Ich bin mir sicher, dass wir Menschen auf jeden Fall immer danach streben, unser Wissen und eine Einflussnahme zu erweitern. Und also wenn wir Europäer oder die Amerikaner das nicht machen, die Chinesen werden sicherlich zum Mars fliegen. Und ich mache da auch nicht den großen Unterschied. Ich habe vorhin, glaube ich, das Bild auch hier gebraucht. Das Mutterraumschiff mit Erde mit 7 Milliarden Astronauten. Ja, das ist meine Vision, das wird kommen. Ob das in 50 Jahren passiert oder in 100 Jahren, darüber können wir uns trefflich streiten, aber es wird passieren. Hans Schlegel, einer der Top-Astronauten der Bundesrepublik, für uns im All gewesen, mit Eindrücken zurück hier. Recht herzlichen Dank Ihnen, alles, alles Gute und auch Ihre Arbeit. Dankeschön. WDR 2.